Deutschland. Wir zünden Ideen. Informations- und Kommunikationstechnologien sind der Innovationsmotor Nummer 1. Sie durchdringen alle Lebens- und Arbeitsbereiche. Immer neue Internetdienste werden den breitbandbasierten Datenverkehr in den nächsten Jahren um das Hundertfache steigern. Voice-over-IP, Internet und IPTV als Triple-Play-Angebot erobern die privaten Haushalte. Eine bessere Patientenversorgung ermöglichen computergestützte Diagnosen, Telemedizin und minimalinvasive Chirurgie. Wissen. Digitalisiert, für jeden im Internet zugänglich, ist der Schlüssel zu sozialer und wirtschaftlicher Entwicklung. Doch ohne optimale Vernetzung können Hochleistungsprozessoren, perfekt programmierte Software und Datenspeicher im Terabyte-Bereich nur eingeschränkt ihre Leistung entfalten. Backbone-Netze müssen befähigt werden, 100 Gigabit Ethernet zu übertragen. Und genau daran arbeiten wir, genau in diesen Forschungsprojekten. Und wir werden unsere Vorstellung gemeinsam mit unseren europäischen Partnern einbringen in die weltweite Standardisierung und damit die Zukunft der Netze in der Welt bestimmen. 100 GET heißt das ehrgeizige Projekt, das die Schwelle 100 Gigabit pro Sekunde überschreiten will. Das Ziel? Schnelligkeit, effiziente Übertragung und eine optimale Auslastung des Netzes. Das BMBF fördert 100 GET, an dem Unternehmen, Universitäten und Forschungseinrichtungen aus ganz Europa zusammenarbeiten. Die Glasfaser hat einen im Faktor 1000 bis 10.000 größere Bandbreite als die uns altbekannten Kupferkabel haben. Dieses Potenzial nutzen wir zurzeit nur zu einem Bruchteil. Ziel ist es, dieses Potenzial zu erschließen und allen Menschen zu möglichst geringen Kosten zugänglich zu machen. Dazu müssen wir zum Beispiel neue Übertragungsverfahren entwickeln und insbesondere die Techniken in praktikable Systeme überführen. Man kann sagen, wir befinden uns eigentlich heute und erst jetzt am Beginn einer photonischen Revolution. Um die Leistungen im weltweiten Datennetz zu erhöhen, bedarf es vieler Veränderungen. Die Experten forschen an einer kostengünstigen und robusten Netzarchitektur, die gegen Störungen und Angriffe von außen immun ist. Wir übertragen Daten bei sehr hohen Bitraten. Dabei entstehen starke physikalische Störungen, die zum Beispiel bei einer Videoübertragung zu schlechten Bild- und Tonqualität führen. Durch geeignete Verfahren kompensieren wir diese Störungen, sodass wir am Schluss perfekte Bild- und Tonqualität erreichen. Die optische Übertragungstechnik via Glasfaser ermöglicht den Transport von immer größeren Datenmengen pro Sekunde. Mit der sogenannten Carrier-Grade Ethernet Technology setzen europäische Wissenschaftler und Ingenieure neue Standards. Mit 100 GET kann das ständig wachsende Datenaufkommen von immer neuen Internetdiensten auch über weite Strecken fehlerfrei übertragen werden. Heute wandern Datenpakete langsam und kompliziert von einem Standort zum nächsten. An jedem Knotenpunkt wird das Ziel abgefragt und vor Ort über die nächste Routenetappe entschieden. Das kostet Zeit und Netzleistung. Bei der 100 Gigabit Ethernet-Technik wird mit einer Markierung, einem zusätzlichen Header, schon am Netzrand der optimale Weg festgelegt. Über eine hochoptimierte Hauptader fliegt das entsprechend markierte Datenpaket zum Knotenpunkt in der Nähe des Zielortes. Erst dort wird weiterverteilt. Große Datenmengen rasen also gebündelt über Datenautobahnen und biegen erst am Ziel auf die Nebenstraßen ab. Die Kombination von IP, optischer Übertragung und der innovativen Carrier-Grade Ethernet Technology gestalten das Internet der Zukunft. Schnell, sicher, energieeffizient und nebenbei auch noch kostengünstig. Nur so können neue innovative Breitbanddienste ohne Daten- oder Leistungsverlust funktionieren. 100 GET, das Internet der Zukunft, entwickelt in Europa.